Diese Sicherheitskonferenz ist die erste seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs werden erwartet, darunter der französische Präsident Macron, Bundeskanzler Scholz. Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris ist bereits hier nach München gereist. Welche Denkanstöße erwarten Sie von dieser Konferenz? Glauben Sie, dass vielleicht sogar Denkanstöße für ein Kriegsende aus München ausgehen könnten? Also lassen Sie uns ganz ehrlich sein, ein Kriegsende, ein Waffenstillstand als Voraussetzung für ein Kriegsende ist im Augenblick leider noch nicht in Sicht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass diese Plattform internationale Münchner Sicherheitskonferenz einen Beitrag dazu leisten kann, den Weg aufzuzeigen, wie man tatsächlich vom heißen Krieg, den wir im Augenblick weiterhin haben, eher früher als später zu einem Waffenstillstand und hoffentlich zu Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden führen kann. Was nach meinem Eindruck in den letzten Tagen in unserer öffentlichen Debatte über diese jetzt beginnende Münchner Sicherheitskonferenz ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die Tatsache, dass die chinesische Führung beschlossen hat, den höchstrangigen chinesischen Außenpolitiker, den langjährigen früheren Außenminister Wang Yi, nach München zu entsenden. Das ist beachtlich, das ist wichtig. Und das hat aus meiner Sicht, das eröffnet aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Erstens eröffnet es die Möglichkeit, dass zwischen China und den USA über die Beilegung der sogenannten Ballonaffäre gesprochen wird. Diese Ballonaffäre und die Belastungen, die sich damit für das Verhältnis zwischen diesen beiden Mächten ergeben haben, die ist, darf ich es mal ganz salopp ausdrücken, so unnötig wie ein Kropf. Und ich hoffe, dass München genutzt wird, weil es hier auch keine protokollarischen Schwierigkeiten gibt. Hier muss keiner den anderen besuchen, sondern man kann sich einfach so ganz unproblematisch treffen auf diesem Parkett. So dass ich hoffe, dass hier eine Bereinigung, eine amerikanisch-chinesische Bereinigung möglich ist. Was den Krieg angeht, denke ich, hat derselbe chinesische Vertreter im vergangenen Jahr, 4 Tage vor Beginn des Kriegs, gesagt, ich habe ihn damals selbst interviewt, er hat gesagt, China respektiert die Souveränität, die territoriale Integrität der Ukraine. Es ist jetzt nicht unangemessen, denke ich, von Wang Yi eine Antwort auf die Frage zu erwarten, ist China bereit, jetzt nachdem ein Jahr lang die territoriale Integrität der Ukraine auf diese massive Weise bedroht und in Frage gestellt ist, die chinesische Seite zu fragen, ist China nur bereit, diesen Spruch zu wiederholen oder ist China möglicherweise bereit, etwas zu tun, einen Beitrag dazu zu leisten, dass dieser Krieg tatsächlich eher früher als später endet. Und was ist Ihre Einschätzung? Glauben Sie, er wird das tun oder eher nicht? Ich schließe es nicht aus. Das hängt natürlich auch ein kleines bisschen davon ab, welche Signale er von seinen Gesprächspartnern in den nächsten Tagen empfängt. Er war jetzt in Paris. Wie ich höre, ist da auch schon über diese Fragen gesprochen worden. Er wird, soweit ich weiß, morgen nach seiner Ankunft hier auch mit Bundeskanzler Scholz zusammentreffen. Am Samstagvormittag wird er hier im Ballsaal auf der großen Bühne Rede und Antwort stehen. Ich schließe nicht aus, dass China bereit ist, eine etwas profiliertere Rolle zu spielen. Warum sonst senden die den höchsten Mann hierher? Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.